Jo, servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns die Foot Champions wöchentlichen Belohnungen abholen und dazu noch die Top-Partien abschließen, weil ich das gestern nicht mehr geschafft habe, das Video hochzuladen. Deswegen packen wir es einfach heute mit rein. Heute machen wir noch die Top-Partien und es gibt auch seit eben zwei neue Prime-Icon-SBCs, nämlich zum einen Robert Pires und zum anderen Deco. Die sind auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant. Beide Spieler sind nicht so teuer für eine Prime Icon, beide so um die 560k aktuell. Also wer da Bock drauf hat, kann gerne mal den ein oder anderen ausprobieren, wer natürlich die Coins natürlich dafür hat. Ich denke mal, Pires ist auf jeden Fall eine gute Karte. 88 Tempo, 89 Dribbling, 88 Passen ist auf jeden Fall sehr nice von den Werten her. Weiß nicht, wie der sich so spielen lässt. Wäre auf jeden Fall mal interessant herauszufinden. Da kann man ja vielleicht mal die Leihspiele SBC machen, um den mal zu testen. Jetzt wollen wir allerdings die Top-Partien mal machen. Wie gesagt, die Top-Partien, ich weiß nicht, ob sie diese Woche so zu empfehlen sind, weil wirklich ein Spiel dabei ist, nämlich Middlesbrough gegen Ipswich, was sehr, sehr teuer ist, was ich euch eigentlich nicht empfehlen würde zu machen. Aber wir wollen natürlich mal schauen, ob sich das Ganze lohnt und ob ihr sie vielleicht machen solltet oder lieber erlassen solltet. Das werden wir dann sehen. Ich hoffe mal, wir bekommen was Gutes in den Packs. Und wir gehen einfach mal rein. Wie gesagt, die meisten Spieler, die ich hier verwende, sind jetzt nicht die günstigsten, weil ich einfach Spieler hier verwende, die aus meinem Verein kommen, die ich irgendwann mal in SBCs gezogen habe oder in Packs. Und von daher packe ich da einfach mal was rein. Viele sind auch untauschbar hier aus den untauschbaren SBCs. Von daher haben wir hier auch ein bisschen mehr Gesamtwertung, als wir eigentlich bräuchten. 76 haben wir bräuchten nur 70, also da gilt es einfach, die besten und günstigsten Bundesliga-Spieler zu kaufen. Ich würde mal sagen, ihr versucht einfach mal auf jeder Position so 300-400 Coins für einen Spieler zu bezahlen und das langt dann auf jeden Fall. Dafür gibt es ein Premium-Elektrum-Spieler-Set und ich gehe die Spiele jetzt auch nicht einzeln durch, weil ihr wisst alle, wie man nach Bundesligaspielern sucht, denke ich mal. Von daher stellt einfach immer die jeweilige Position ein und kauft dann einen günstigen Bundesligaspieler. Und ihr braucht natürlich einen von Hamburg. Das ist jetzt in meinem Fall André Hahn, untauschbar. Und einen von Wolfsburg ist Yannick Gerhardt bei mir, einer, den ich im Verein schon hatte. Schickt mal das Ganze mal weg, gibt auch wieder ein gutes, relativ gutes Set. So, kommen wir zur Challenge, die am teuersten ist von dieser ganzen Top-Partien-Challenge. Man glaubt es kaum. Middlesbrough gegen Ipswich Town. Und zwar kosten die Spieler von diesen beiden Vereinen fast 10.000 Coins jeweils. Ich kann euch mal die Spieler zeigen. Hier zum einen den Torwart. Der geht hier schon, seht ihr hier, für 9.700 oder so ist der günstigste Sofortkaufpreis hier. Also dafür, wenn ihr da mehrere als oder mehr als zwei Spieler habt, würde ich die auf jeden Fall verkaufen jetzt. Das gleiche gilt für Ayala, auch der 9.500, der günstigste. Und das ist schon ziemlich extrem für solche Spieler. Den Rest habe ich dann einfach gebaut aus zweiter englischer, dritter englischer und vierter englischer Liga. Also wir brauchen ja drei Ligen hier bei dieser SPC. Und deswegen einfach mal aus den drei englischen Ligen hier was zusammengebaut. Und dafür gibt es ein Elektrum-Spieler-Set klein. Ist ganz okay, aber die Challenge ist einfach unfassbar teuer. Ungefähr, ich sag mal so 22.000 für diese Challenge müsst ihr auf jeden Fall rechnen. Und das ist meist, oder das ist fast schon so viel, wie die Top-Partien in den letzten Wochen insgesamt gekostet haben. Von daher finde ich schon ein bisschen übertrieben, wie die Preise da gestiegen sind. Aber war ja klar, wenn so ein Spiel kommt wie Middlesbrough, dann werden die Spiele auf jeden Fall steigen. So, als nächstes haben wir Sevilla gegen Real. Dort brauchen wir einen von Sevilla und einen von Real. Real habe ich Casilla und von Sevilla habe ich jetzt einfach mal Nolito genommen. Das sind mit Sicherheit nicht die günstigsten Spieler von den beiden Vereinen, aber ich hatte die einfach im Verein bereits. Genau wie bei der Challenge davor habe ich dann einfach mal, oder wie bei der ersten Challenge, bei der Bundesliga-Challenge, habe ich hier alles mit La Liga Santander aufgefüllt. Auch wenn wir nur 6 Spieler aus dieser Liga bräuchten, aber wir brauchen 90 Teamchemie, von daher bietet es sich einfach an. Weil die Spieler auch relativ häufig in Packs gezogen werden, von daher hatte ich schon sehr, sehr viele im Verein und sind auch, denke ich, nicht so teuer. Außer man braucht den einen oder anderen vielleicht für eine andere SBC gerade, aber ich glaube, das ist nicht der Fall, habe ich jetzt auch nicht überprüft. Ich hoffe mal, das passt so. Wir schicken das Ganze ab, gibt ein Jumbo Premium Gold Set, also ein 15k Pack. Ist auch okay für die Spieler, die wir hier verschickt haben. Und zu guter Letzt haben wir Ajax gegen PSV Eindhoven. Hier brauchen wir einen Spieler von Ajax. Ich habe jetzt hier, glaube ich, drei drin. So sieht's aus. Und einen von PSV Eindhoven. Das ist Lozano in dem Fall.
Schauen wir mal, was der Wert ist. Der Viergeber von Ajax Amsterdam. Okay, der kostet trotzdem 1000 Coins. Da wäre es vielleicht doch besser, wenn wir einen anderen Spieler nehmen, anstatt diese Ajax-Spieler hier. Dann würde ich sagen, packen wir den einfach mal auf die Transferliste. Hat sogar gepasst. Und packen dafür dann einen anderen rein. Ich habe hier noch ein paar Silberspieler. Die wollte ich mir eigentlich aufheben, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich sind die Spieler aus der die Silberspieler aus der Eredivisie dann relativ teuer, wenn eine Ligen-SBC kommt. Aber ich denke mal, ja, da müssen wir jetzt oder dürfen wir jetzt keine Rücksicht drauf nehmen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall noch einen Holländer. Schauen wir mal, da müssen wir auf jeden Fall auch noch was am Start haben. Wen packen wir da mal rein? Würde ich sagen, packen wir einfach mal den. Brauchen wir noch Chemie? Ja, wir bräuchten noch ein bisschen Chemie. Hauen wir einfach mal hier diesen ZM rein. In die Innenverteidigung. Damit haut es wieder hin. Ja, ich hoffe mal, es ist relativ günstig. Ich bin mir nicht sicher, aber es gibt immerhin 25k-Pack dafür. Von daher ist es, denke ich, ganz okay von der Mannschaft. Sieht ganz okay aus. Und wie gesagt, nächste Woche in der Road to Glory wird es dann wieder die günstigste Variante geben. Am Montag wird die Folge da rauskommen. Und dafür gibt es nochmal ein Premium-Gold-Spieler-Set für die Gesamt-Challenge. Und dann würde ich sagen, öffnen wir auch gleich mal die Weekend-League-Belohnungen. Die kommen auch noch dazu. Der ein oder andere, der meinen Stream verfolgt hat, wird wissen, ich habe wieder Gold 1 geschafft. Bin ich nicht so wirklich zufrieden, weil es nur 25 Siege waren diese Woche. Hätte durchaus ein bisschen besser laufen können, aber man weiß ja auch nicht aktuell, wie das Ganze so läuft mit den ganzen Glitchern und so weiter, wie es hier weitergeht, ob die nächste Weekend League überhaupt stattfindet oder nicht. Bin ich echt mal gespannt. Und ja, die 50.000 Coins nehme ich auf jeden Fall mit, genauso wie die 200k-Packs. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, ob ich die 100k-Packs ab nächste Woche aufheben soll für das Team of the Year, was ja wahrscheinlich jetzt doch wie jedes Jahr im Januar kommt. Also wenn ich da meine 100k-Packs lieber aufheben soll, weil die nächsten Team der Woche wahrscheinlich dann eher nicht mehr so gut werden, weil es ja jetzt langsam auf die Winterpause zugeht. Also schreibt es mir gerne mal rein, soll ich die aufheben oder soll ich sie nach wie vor ziehen? Und dann würde ich sagen, starten wir einfach rein mit dem ersten Set. 15k-Pack am Start. Und ich hoffe, wir bekommen heute ein paar Bretter. Und da ist gleich das erste. Jawohl. Wen haben wir? Frankreich ist gut. Linker Flügel ist nicht so gut. Das ist immerhin Dimitri Payet. 84er. Der dürfte immer noch so 4.000-5.000 wert sein. Ist okay. Packen wir auf jeden Fall auch gleich mal auf die Transferliste. Rest geht in den Verein. Und Duplikate müssen wir auch mal schauen, was wir hier gebrauchen können. Super League behalten wir auf jeden Fall mal. Und Parejo behalten wir auch mal. Den Rest stoße ich einfach mal ab und dann geht es weiter mit dem nächsten Set. Und ich würde sagen, wir machen erstmal das kleine Elektrum-Spieler-Set. Da ist nur ein seltener Spieler drin. Mal schauen, was wir bekommen. Immerhin Goldspieler, der selten ist. Wen haben wir hier? Linker Verteidiger von West Bromwich Albion. Niom. Ist jetzt nicht die geilste Karte, aber gut. Packen wir alles in den Verein. Ist auch nichts wert hier. Ich denke mal auch Townsend wird jetzt nicht so viel bringen. Ich glaube 500 Coins oder so kriegt man für den. Nächstes Set Premium Elektrum Spieler Set. Mal schauen, was wir hier bekommen. Kein Brett auf jeden Fall. Drei seltene Goldkarten, wie es aussieht. ZM aus Österreich. Junuzovic ist okay. Kann man irgendwann mal in der Bundesliga SBC oder so brauchen. Genau, da haben wir noch ein paar andere Bundesligaspieler und ja, einige Silberspieler, die vielleicht auch irgendwann mal was wert sein könnten durch SBCs. Von daher nehmen wir die alle gerne mit und den hier schauen wir auf jeden Fall mal sicherheitshalber, ob der was wert ist. Bei Silberkarten weiß man ja immer nicht so genau. Und der scheint auch fast 1000 Coins wert zu sein, also stellen wir den auf jeden Fall mal drauf. Und die beiden gehen so ziemlich für Abschlusspreis, von daher stoße ich die auch ab. So, vier Sets haben wir noch am Start. Zwei 25k-Packs und ein und 200k-Packs. Let's go. Drei seltene Spieler hier drin. Mal schauen, ob wir ein Brett bekommen. Leider nicht. Leider kein Brett. Wen haben wir hier? England, rechter Verteidiger, klein immerhin. Der ist vielleicht noch so 1000, 2000 Coins wert oder so. Ist leider nicht mehr so viel wert, wie er am Anfang mal wert war, aber nehmen wir mit. Packen wir auf die Transferliste und ja, Musa, den werde ich auch gleich mal verkaufen für 1000 Coins.
weiß ich, dass er so viel wert ist, weil ich gerade eben von meiner Transferliste ein paar verkauft habe. Von daher weiter geht's. Letztes 25k-Pack, 12 Gold, alle selten. Mal schauen, wen wir hier bekommen. Es ist ein Brett, jawohl. Komm schon, Leinwände sind da. Deutschland, Innenverteidiger von Juventus. Leider nur Benedikt Höwedes. Leider kein Boateng oder Hummels. Sehr, sehr schade, aber na gut. Alles in den Verein und dann geht's weiter mit den 100k-Packs. Hoffentlich ist hier was Geiles dabei diese Woche. Bin echt mal gespannt und ich würde sagen, wir legen los mit dem zweiten Gold, zweiten 100k-Pack. Komm schon, EA. Es ist nicht mal ein Brett. Was zur Hölle? Ach du Scheiße, EA. Vielleicht hätten wir sie doch lieber aufheben sollen. 82er Vela ist der beste Spieler im 100k-Set. Ist hier wenigstens irgendwas Brauchbares drin? Ja, sieht nicht so aus. Ist so ziemlich das schlechteste 100k-Pack, was ich dieses Jahr gezogen habe. Ach du Scheiße. Und von denen hier ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit keiner was wert. Aber ich packe die trotzdem hier mal auf die Transferliste, die drei. Dann haben wir noch ein paar Plätze übrig fürs letzte 100k-Pack. Und damit müssen wir jetzt auf jeden Fall was erreichen, weil das Pack war wirklich absoluter Müll. Es kann eigentlich nur besser werden. Wir drücken drauf und es geht los. Bitte diesmal ein 83 Plus, weil es kann echt nicht sein. Zwei hintereinander, aber wir haben einen. Kommt schon. Frankreich ist gut, Innenverteidiger. Und das ist nur ein 84er Laporte. Ja, hätten wir die Sets mal lieber aufgehoben, würde ich sagen. Die 200k-Packs, die waren ja wirklich absoluter Schrott. Ist hier irgendwie noch ein Martial oder sowas drin? Auch nicht, auch ein ziemlich schlechtes Set, muss man sagen. Na gut, hat leider nicht sollen sein. Müssen wir mit leben. Wir stoßen den Rest ab. Und sind damit am Ende von dieser kleinen Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und auch gerne ein Abo, falls ihr neu seid auf meinem Kanal. Wäre richtig nice von euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin, euer Jules. Haut rein.